Das sollte viel besser sein. Ich bin nicht sicher, wie gut man mich jetzt hören kann und ob überhaupt Ton aufgenommen wird, weil das Mikrofon, was ich angeschlossen habe, gesagt hat, dass es nicht kompatibel ist mit der Kamera, was mich ein bisschen verwundert, weil es für diese Kamera gemacht wurde. Aber ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht umsonst ist, was ich hier tue und dass alles aufgezeichnet wird. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich ein Geschenk eingepackt, weil ich bin heute auf eine Puller-Party eingeladen für die kleine Charlotte, die am Dienstag... Entweder Dienstag oder Montag oder Mittwoch, es ist ziemlich sicher Dienstag, das Licht der Welt erblickt hat. Da war ich eben noch bei einem Arbeitskollegen, der hat mir Horizon gegeben für die PlayStation 4. Soll wohl ein ziemlich gutes Spiel sein. Und ich war ein bisschen zu geizig, die 60, 70 Euro auszugeben. Und naja, werde ich mal schauen morgen, sofern ich wieder Zeit habe und zu Hause bin, ob es wirklich so gut ist, das Spiel. Die Rezensionen sagen auf jeden Fall, dass es jetzt schon das beste Spiel 2017 ist. Und das Jahr hat erst angefangen. Und bevor wir jetzt zu der Polar-Party fahren, werde ich noch bei einer Freundin vorbeifahren und ihr ihre Snowballs bringen. Das ist so ein Marshmallow-Schokokuchen-Fillings-Gedöns aus den Staaten. Aber bei uns in Rostock gibt es einen kleinen Laden, der heißt Fernkost Pacek. Pacek? Pacek? Irgendwie so. Pacek, ich gehe schwer davon aus, dass er Pacek heißt, also falls du irgendwann mal diesen Vlog sehen willst, war nicht böse gemeint. Ist leider nicht, wie man deinen Nachnamen ausspricht. Und der sitzt in der, ja, so ziemlich nah an der Innenstadt, in der KTV, und hat halt irgendwie Süßigkeiten und Getränke und sowas von aus der ganzen Welt. Ich werde ihn auch mal unten in der Beschreibung auf jeden Fall verlinken, den Typen. Ziemlich cooler Dude, der hat richtig Spaß an seiner Arbeit, der hat sich da so einen kleinen Laden aufgemacht und hat eine Online-Seite. Und jedes Mal, wenn du da bist, gibt es irgendwie was zum Kosten oder du kannst was ausprobieren und er unterhält sich mal mit dir und warum und wieso und wie der schwer das ist, das ranzukriegen. Und dann nimmt er auch Bestellungen auf und versucht immer sein Möglichstes, also Tipptopp-Laden. Und es gibt halt cooles Zeug da, ne? Also wenn man irgendwie ein bisschen auf Süßigkeiten steht, ist auf jeden Fall mal, kann man da auf jeden Fall mal vorbeigucken. Aber ansonsten steht noch mein Kanal auf dem Plan. Wir müssen uns auf jeden Fall mal Gedanken machen, wie der Kanal heißen soll, weil im Moment heißt er einfach nur Felix, weil ich Felix heiße. Wer jetzt gedacht. Aber das Problem ist, dass man die Videos nicht finden kann. Also mich hat jemand letztens darüber angesprochen, gefragt, zeig mir doch mal deine Vlogs. Wie finde ich die? Und es gab keine Möglichkeit, dass das irgendwie zu finden war. Und deswegen brauche ich einen Kanalnamen, den es nicht gibt, also beziehungsweise den man ziemlich leicht findet, von dem es nicht 5000 Varianten gibt. Weil wenn man bei YouTube Felix eingibt und danach Kanälen sucht, findet man direkt 15 Seiten mit Leuten, dessen Kanal Felix heißt. Weil ich auch nicht der Einzige auf der Welt bin. Ich war niemals gut in Namen geben. Ich habe auch schon als Gamertag oder als was weiß ich was, Nickname auf irgendwelchen Webseiten, in den meisten Fällen Flix genommen. Ist jetzt kein Geniestreich. Und wenn Flix vergeben war, war es Flix 55, weil ich am 5.5. Geburtstag habe. Das heißt, Caroline hatte einen Vorschlag, irgendwas wie 55 Vlog Entertainment. Ist vielleicht ein bisschen Overkill, würde ich jetzt fast behaupten, aber geht eigentlich gut von den Lippen. Dann hat ein Arbeitskollege noch Flixster gesagt, mit S-T-E-R hinten dran. Ich glaube, das gibt es aber auch schon zwei, dreimal. Schwierig, also echt schwierig. Wäre auf jeden Fall super geil, wenn irgendeiner einen coolen Einfall hätte oder wenn vielleicht von den beiden genannten irgendwas dabei gewesen ist, und es mir in die Kommentare schreiben würde. Denn wäre schon cool, wenn man meine Videos finden würde und das nicht nur über irgendwelche externen Links aufrufen kann. Mal gucken, ob Lisa zu Hause ist oder gerade unterwegs. Ach, Tuningbude, geil. Kann ich das filmen? Alter, ist der 40. Thank you.
So, das war witzig. Ich hoffe, wenn ich die jetzt hier hinstelle, kann man das sehen. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich es denke. So, ein bisschen spät dran, ein bisschen zu lange da geblieben. Ich soll in 11 Minuten da sein und die Wegstrecke dauert bestimmt 11 Minuten. So. Der scheiß Kamera mehr, weißt du? Hallo! Der stolze Fadi. So, zeig mir den Knirps. Du hast den gekriegt, Chef. Ja. Den hab ich gemacht. Den hast du gemacht. Sieben. Schön. Du kannst den nicht so zerbrechlich aus, ne? So zerbrechlich. Ja, aber so. Fallen lassen darfst du nicht. Antipps wäre unproduktiv. Schön. Ja, ich hab gleich gesagt. Was trinkst du auch auf, Felix? Ich würde sagen, die Ausbeute hat sich gelohnt für heute Abend. Oh! Ist das Naturtrüb? Oh! Janu, halt an, Sascha. Es wird getragen. Ja, ich kann. Ich wollte nur nochmal. Ich werde jetzt erstmal die Kamera wieder ins Auto tun. Es ist mir ein bisschen zu heiß, da heute Abend werden die alle. Ich weiß nicht, wie ich das gezeigt habe, aber es ist ein Captain America Strampler, den ich geschenkt habe zur Polarparty. Also, Charlotte, wenn du das siehst. 14 Jahre vielleicht oder so. Der Strampler ist von mir. Das Problemlos bei dem Strampler war, dass es den nicht mehr in der Größe gab. Das heißt, er ist jetzt erst ab 7 Monate oder so. Ich bin wieder zurück in Rostock. War eine sehr coole Veranstaltung. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe viele Leute wieder getroffen, die ich schon jahrelang nicht mehr gesehen habe. Und war ein witziger Abend. Ich weiß nicht, was ich verwenden werde von Aufnahmen für das Video, was ich da reinschneide. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt hinzufahren. Sehr amüsant. Ja, Charlotte ist gut geraten. Das haben die beiden auf jeden Fall gut hingekriegt. Ich wünsche den beiden auf jeden Fall alles Gute. Ich meine, wir werden es wahrscheinlich noch 2-3 Mal sehen, aber trotzdem kann man das ja mal machen. Ich glaube, ich war es das tatsächlich jetzt für diesen Vlog, für den Samstags-Vlog. Bin jetzt wie gesagt auch gleich zu Hause und abschließend ist dann nur noch zu sagen, auf Charlotte! Auf Charlotte! Auf Charlotte!